liebe Konzertgäste, herzlich willkommen. Das war die Gonzaga-Fanfare und die war aus einer Oper von Claudio Monteverdi, die hieß L'Orfeo. Diese Oper ist etwa 400 Jahre alt. Und das Faszinierende an der Musik ist, dass man Musik, die so alt ist, mit großer Freude erleben kann. Wenn Sie überlegen, das würden Sie mit der Technik mal machen, vielleicht ein Computer, der 400 Jahre alt ist, überlegen Sie mal, da kommt vielleicht sowas hier dabei heraus. Da geht heute gar nichts mehr. Aber mit Musik, Kunst, Architektur, Literatur, da funktioniert es. Es gibt einen neuen Film, der ist in 3D, da waren wir drin. Avatar heißt der, Aufbruch nach Pandora. Jetzt kommen Sie in eine Brille, sieht so aus. Das ist eine 3D-Brille, funktioniert auch, ich sehe Sie in 3D, tolle Sache. So sehe ich Sie allerdings auch in 3D. Was Sie eben erlebt haben, das war Raumklang. Das bekommen Sie nicht geboten in irgendeinem Kino. Das war wirklich ein Live-Erlebnis mal und Sie haben alles richtig gemacht, dass Sie heute nicht in diese kleine, na gut, Plasma-Bildschirm, in diese Sache hineingucken, sondern hierher kommen. Hier erleben Sie alles, sogar die Wärme im Raum, mein Wissen. Ja. Wurde noch von jemand anderem bearbeitet, das war der Karl Orff, den kennen Sie von der Schule, das Orffsche Schulwerk. Der Karl Orff war ein Bayer, ein Münchner und der hat 1937 im Vorort von Niederroden in Frankfurt etwas uraufgeführt, was wir jetzt auch haben, die Carmina Burana, das waren so derbe, wilde Trinklieder aus dem Mittelalter, so handfestes Zeug. Und wir spielen nur die ersten zwei Sätze. Und da geht es um das Glück, es geht um Fortuna und es geht um ein riesiges Glücksrad. Am Anfang wird Fortuna besungen und dann dreht sich dieses Glücksrad erst relativ verhalten und irgendwann wird es in einem rasenden Strudel enden und dann ist der erste Teil rum. Da kommt dann noch einer, also klappen Sie nicht sofort, sondern klappen Sie lieber noch ein bisschen. Carmina Burana.